Vorne ist alles gut. Wir sind an den Seiten aber dran. Geht nicht, oder was? Wir sind an den Seiten dran. Ach so. Ja. Ach so. Der ist zu dick. Na, der Platz ist schmaler, als er angegeben ist, scheinbar. Der ist zu dick, der Bursche. In Heiligenhafen auf der Seebrücke. Es ist wunderschön. Die Männer sind gerade noch auf dem Boot. Die müssen dann noch ein bisschen was machen. Aber ich wollte mir unbedingt den Himmel ansehen. Guten Abend zusammen. Hallo. Wir sind in Heiligenhafen angekommen. Wie ihr seht und hört, wir sind gerade auf der Seebrücke und genießen nochmal schön den Sonnenuntergang, bevor es gleich zum Griechen geht, denn das haben wir uns heute auf jeden Fall verdient. Und so richtig. Genau. Und dann ab ins Bett. Morgen früh, endlich letzte Etappe, ab nach Neustadt. Jetzt wisst ihr, wo es hingeht. Genau. Guten Morgen zusammen. Wir sind in Heiligenhafen. Haben uns gerade alle fertig gemacht. Olli und Emmy sind jetzt Brötchen holen. Ich habe kurz Wasserfilter sauber gemacht und das Boot ist eigentlich jetzt startklar. Von daher werden wir wahrscheinlich auf dem Wasser frühstücken. Also das heißt gleich losfahren. Es ist jetzt, glaube ich, kurz nach 7. Und ja, dann geht's nach Neustadt. Gegenwind natürlich mal wieder. Also wir müssen wieder voll mit dem Motor fahren. Bisschen ärgerlich, aber ja, von daher letzte Etappe. Dann sind wir endlich da, haben das Boot endlich überführt und dann geht eigentlich die richtige Arbeit los. Also dann müssen wir im Winterlager hier natürlich ein bisschen was fertig machen, das ein oder andere natürlich neu machen, verändern und Co. Und vor allem nächstes Jahr steht es ja dann auf der Liste Segeln lernen. Also da sind wir noch komplette Rookies. Da werden wir gucken, dass wir irgendwie einen Kurs machen und den Sportbootführerschein noch machen. Also das jetzt war quasi alles Phase 0. Und so ab Winterlager geht so Phase 1 richtig los. Wir wollen mal gucken, dass wir nächstes Jahr schon die ersten Basics vom Segeln lernen. Und dann auch alleine mal, sage ich mal, so eine kleine Tour starten können nachher. Von daher jetzt erstmal den Rest fertig machen. Ich warte auf die anderen beiden. Und dann geht's los. Avanti, avanti. Was? Milchkaffee. Ja, ist okay. Ich kann mich so einschätzen, ob du Kaffee magst oder nicht. Naja, ich mag Kaffee, aber ich trinke ihn ja nicht so häufig wie ihr. Ah, hier, der kann auch ab jetzt. Oh Gott, wenn mir. Nicht so. Hast du gesehen, das eine Boot da hinten, die sammeln diese Hafenanhänger. Ja. Das hängt alles voll vorne. Mensch, wie schön. Wie mit diesen Festivalarmbändern. Guti, dann wollen wir? Dann wollen wir loszotteln. Er springt doch an wie eine Eins, das ist echt immer gut. Frei. Du stehst drauf. Ich weiß.
Ich mach den dann ab, ne? Genau. Dann schiebst du uns einmal. Genau, einmal gleich wieder drüber drücken. Und nicht so doll. Dann kommst du hier ran. Easy. Perfekt, frei. So, nächstes Mal ziehen wir die einfach die Dinger einfach nach vorne. Ja. Alles gut. So. Die kannst du reinnehmen hier. Ja, geh du erstmal durch. Ach so, ja. Ich kümmere mich um die Leine. Komm langsam rum. Ja. Er hat ja einen total tollen Wendekreis. Ja, das ist gut, ne? Und das ist das Gute. Du fährst einfach rückwärts raus und dann machst du ganz wenig und dann pass auf. Und dann immer Smoothie. Ja. Guck mal. Dann, also, fast auf der Stelle. Genau, dann, du hast ja immer den Gucker. So, und dann machst du das alles ganz langsam und irgendwann verlieren sie das Interesse. Du, mir andere Leute sind mir echt egal. Genau. Mittlerweile, Gott sei Dank. Ja. Aber so machst du, es einfach ganz easy go lucky. Und wenn du nochmal gucken solltest, dann mach mir das immer. Dann kannst du mir gut Bescheid sagen, dann müssen wir auch mal rausfahren, Manöver fahren. Ja. Genau, also ne? Quasi wie eine Fahrstunde, einfach diesen ganzen Kram. Ich weiß nicht, dann machen wir mal ein Mann über Bord, ein Anlegemanöver. Ja. Mit Back- und Steuerbord. Kannst du so nicht alles machen? Ja. Wir sind wieder draußen. Nice. Und heute kommen wir nach Hause. Heute kommen wir endlich nach Hause. Wie geil ist das? Ich finde, das ist jetzt so ein typisches Gefühl, was ihr habt. Mit Einlaufen heute zu Hause. Da freut man sich wie Bolle drauf. Jetzt ist Phase 0. Genau. Dann fertig. Wie Bolle freut man sich da drauf. Ja. Dass man das geschafft hat. Ich bin ja selbst so ein bisschen überrascht, dass ich mir das auch zugetraut habe, mit euch beiden, ne? Weil das birgt auch eine kleine Verantwortung doch schon so ein bisschen. Klar. Eine Aber? Schließlich von Flensburg nach Neustadt, also das war jetzt... Kein kleiner Ritt. Kein kleiner Ritt, ne? Aber ich habe Spaß, ich habe wieder Blut geleckt, ne? Mehr als Cam. Ja. Ich sag's dir. War ein schöner Hafen. Ja, und auch gut organisiert, sanitäre Anlagen, alles tippitoppi. Schön mit dem, du kannst dir die Nummer merken, du brauchst keinen Schlüssel mitnehmen, du gehst da rein, du pingelst das morgens warmes Wasser beim Zähneputzen zumindest. Ja. Duschen musst du, glaube ich, eine Marke kaufen. Ja. Keine blöde Karte und sonst was. Sehr gut gemacht. Ich hab, ja, klar. Ja, ich hab sogar gelesen, du kannst dich da an einem Automaten oder online anmelden komplett. Wenn sie nicht mehr da ist, kannst du das Handy alles machen. Über den Barcode, ne? Genau. Also über diesen, ja. Durchs Tor zur Heimat, Fehmarnsundbrücke. Das ist heute mal meine Ehre. Mal gucken, ob wir ankommen dadurch oder ob wir oben hängen bleiben mit unserem riesigen Schiff. Könnte passieren. Hallo Olli. Ich bin heute mal hinter der Kamera. Muss auch mal sein. Emmy ist Kamerakind, ja.
Ja, euer Boot präsentieren. Jo. Aber du kannst dich schon abbauen, ja. Brauchen wir nicht mehr. Ist doch gut, dass wir rumgegangen sind, da waren Fischer, ne? Ja, oh, den hatte ich im Blick. Ja? Ja. Schön im Heimathafen die erste Anzeige. Ja, ja, ich sehe das. Erstmal um die Tonne rum. Da schon. Ich fahre jetzt den anderen hinterher. Hier sieht man ja gut. Genau. Du wolltest ein Motorboot haben. Dann auf deine rote Tonne, da fährst du drauf zu und dann fährst du geradeaus rein. Sobald ich die einfach sehe. Genau, du brauchst die nicht umfahren oder sonst, das brauchst du nicht. Und dann hältst du dich hier so ein bisschen weiter an die Grüne, damit wenn ein Gegenverkehr kommt, der hier raus kann. Ja. Du musst immer sehen, was grün ist, ja immer deine Seite zum rein und dann auf deiner Seite raus. Das ist wie im Straßenverkehr. Hält sich immer schön dicht hier dran, falls da einer rauskommt, dass der am Boot fahren kann. Ja. Deswegen hat man den Platz gelassen. Ne? Du hältst dich dann schön an die Kaimauer und fährst dann jetzt einfach auf der rechten Seite der Kaimauer, fährst du einfach hoch. Wunderbar. Aber ich weiß natürlich jetzt nicht, wo der Liegeplatz ist. Ne? Ich weiß, wo der ist. Ist quasi wirklich ganz durch. Also wir fahren komplett bis zum Ende. Ja, und dann sogar so ein kleines Linksschlenkerloch. Okay. Der Wind, der drückt sich ein bisschen drauf. Also hier bist ja. Du hier rüber. Das ist die von Jan. Ist unser Platz frei, Hase? Muss ein bisschen weiter rüber. Muss rüber. Ja, ja. Unser Platz frei ist. Also, dann musst du jetzt neben dieser blauen Ivy oder was auch immer da steht. Da rein, ja. Aha. Willst du das lieber machen? Ach, soll ich das machen? Ja, mach du mal lieber. Okay. Ist ein bisschen sehr eng. Okay. So, bleibst du auf der Seite? Ja. Wegen der Leine, dann gehe ich. Du machst erstmal die eine. Ich mach Steuerbord. Ja. Soll ich die machen? Kannst du auch. Kannst du, ja. Aber wie gesagt, eigentlich müsste das lenktechnisch kein Problem sein. Mal aufpassen, dass wir da nicht. Ja, man muss halt eigentlich echt fast komplett gerade rein. Olli, ja, ich weiß. Nur ein bisschen ausholen. Ja, das passt vorne. Das passt schon. Moin. Ja. Bin drauf. Ja, ja, die mach ich rum. Ja, wir drücken uns jetzt, können wir uns auch reindrücken, da ist nicht.
Das ist jetzt nur noch ein Stück. Also du musst uns. Sind wir da dran? Guck mal. Ja, dann müssen wir uns ein Stück bisschen weg. Ne, weil das viel zu kurz ist, ne? Nee, nee, brauchen wir nicht. Kreuz darfst gar nicht machen und hier musst du lose lassen, ne? Hier, so wie hier jetzt. Weil der Wasserstand, der ändert sich ordentlich mal. Ja. Und dann hängt dann den Seil hin. Ne? Ja. Wieso, drück dich doch weg? Ja. Aber erstmal müsst ihr hier rein, das passt gar nicht rein. Hä? Das passt nicht rein. Passt nicht rein, ne? Soll ich mal ziehen hier? Du musst hinten mal mit dem Arsch ein bisschen rum. Ja, ja, ja. Nee, das passt gar nicht, ne? Ja, online steht, es passt. Wieso, da ist doch noch Luft. Da ist noch Luft. Der ist nicht dran. Oh, die Schallleiste ist dran, ne? Ja, ja, die Gummileiste ist dran. Ja, dann muss ich nur ein bisschen packen. Echt? Stand ich doch eben. Der ist dran. Da ist er dran. Ist er da drüben auch dran? Wird eng, sonst müsst ihr einen von den anderen da hinten. Aber ihr müsst ja noch weiter nach vorne. Das ihr müsst ja noch. Auf zwei frei. Ja, ihr müsst auf. Pass auf, wir gehen jetzt noch ein Stück weiter nach vorne. Also. Ja, ja, ja. Der wird nächstes Jahr auch nicht größer, ne? Nee. Wird der nächstes Jahr auch nicht breiter. Die sind ja lustig. Das ist eine 8-Meter-Box. Was hat denn der? Guck mal vorne, wie das vorne aussieht. Ja, aber da ist er ja schon fast vorbei. Vorne ist alles gut. Wir sind, der ist, wir sind an den Seiten aber dran. Geht nicht, oder was? Wir sind an den Seiten dran. Ach so. Ach, der ist bald. Oder geht mal alleine? Ja. Ach so. Der ist zu dick. Na, der Platz ist schmaler, als er angegeben ist, scheinbar. Der ist zu dick, der Bursche. Aber ihr seid ja fast. Ja, das, na, nee, die Breite ist schon langsam, ne? Ja, aber da sind sie ja schon. Na, fast. Breiteste Stelle ist, glaube ich. Die breiteste, da wo du stehst jetzt. Hier, ne? Genau hier. Ja? Hier bin ich rum, da aber nicht. Wir brauchen wir Schwung. Schwung! Und mit Schwung. Wir müssen hier wieder raus. Alter, müsst ihr ja wieder raus. Kannst du ein bisschen nach Backbord drehen? Nee, du kriegst das nicht. Du, entweder okay. Zieht ihr euch jetzt rein oder ihr geht mit Schwung rein. So, wie breit ist das? 2,95. Ja, für jetzt mal wieder. Weil das, was angegeben ist, da sind 3 Meter noch was angegeben. 3,20 Meter. Ja, 3,20 ist aber nicht das Innenmaß. Wir haben schon mal geguckt, das, was angegeben ist, immer von Hälfte zu Hälfte. So. Also jetzt von Hälfte von den Dive, ist nicht das Innenmaß. Ja. Da haben wir hier auch schon mal. Haben wir letztens mit Georg haben wir dann irgendwie gemessen. Ja? Einfach mal ausprobieren. Dann können wir noch rein, die Kiste wieder raus. Wir Ein paar neue Line fertig machen. Ey. Oh, ja, ja, die haben wir noch drin. Ja, hier musst du einiges. Nee, was längeres haben wir. Ah, siehst du. So kommt er doch. Na guck, wir starten nur schief. Ja, schmeckt. Warte mal. Ja, aber das war nicht für die Ewigkeit, ne? Ja, das ist schlecht, ne? Oha, da habt ihr denn noch andere Line an Bord? Ja, genug. Ja, ja, dann macht mal erstmal hinten fest. Musst du eigentlich genau kerzengerade rein? Oder vielleicht ein bisschen so einmal ein bisschen. Ja. Ja. Irgendwie. Ach, das geht. Irgendwie geht das. Jo. Das muss gehen. Muss, ne? Hauptsache erstmal am Platz. Alles andere kann sich noch eigentlich. Fahren einfach nicht mehr raus. Machen ja einige. Ja. Dann kannst du immer ein bisschen rausfuddeln, das geht doch. Platz, ja. Ach, erstmal bleibt das jetzt hier. So, fertig. Ja, aber das müssen wir haben noch welche. Ja, ja, wir haben noch genug. Moin, moin zusammen. Für uns geht es jetzt raus. Wir sind jetzt gerade zum Boot gekommen. Machen einmal noch mal den Filter sauber. Das ist jetzt so ein bisschen klar. Müssen die Segel noch abmachen. Und dann tuckern wir hier mal durch den Hafen und werden hoffentlich vernünftig rausgekrannt und dann sehen wir mal, wie das Boot von unten aussieht. Mal gucken.